Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 11. Wir befinden uns immer noch in Zwistanbul. Immer noch merkwürdig, dass die Stadt so heißt. Meine Frau meinte allerdings, dass sie in einem anderen Dragon Quest schon mal so diesen Namen her kannte. Und bevor wir jetzt zu den Ruinen von Eschenburg aufbrechen, wollte ich noch die zwei Nebenquests annehmen, die wir hier annehmen können. Dann haben wir einmal hier eine. Wenn man in der Arena kämpft, richten sich alle im Publikum auf einen, darum muss man einen Tiptop aussehen. Problemhaut kann sich da draußen im Ring keiner leisten, Mann. Aber wenn einem den ganzen Tag Fäuste ins Gesicht fliegen, ist es der makellosen Haut, mit der makellosen Haut schnell vorbei. Das beste Mittel gegen Schnitte und Schrammen ist ölige Aloe. Und ich brauche ganz dringend welche. Sie wächst in der Nähe von diesem großen Wasserfall im Westen, wo Eschenburg früher war. Wenn man sie gefunden hat, muss man sie bloß auspressen, um an den Balsam im Inneren zu kommen. Großer Wasserfall bei Eschenburg, okay. Tipp für frische Typen. Ja. Drüben im Westen im großen Wasser funkeln die Pflänzchen vor sich hin. Hm. Gut, da wir da eh nachher hin müssen, also ja, was heißt nachher? Gleich, sofort. Können wir das natürlich auf jeden Fall machen. Dann gucken wir mal, weil hier unten gab es nämlich auch noch eine Nebenquest. Nämlich beim Waisenhaus. Hey, kennt ihr Xero, den Schatten? Den MMM-Käfer ist der Beste. Er kann sich einfach in Luft auflösen. Ja, ich glaube, das ist der Typ, der, ja. Eine Mini-Medaille. Das ist der Typ, der sich versteckt. Und, ich bin mir ziemlich sicher, dass das... Wir haben nie diese Truhe gekriegt, ne? Wie kriegt man diese Truhe? What the fuck? Wie komme ich da hoch? Jetzt bin ich verwirrt. Warte mal. Okay, how do you get this? Wahrscheinlich von oben. Gar nicht gecheckt, dass da noch eine Truhe ist. Ja, das Spiel läuft übrigens beim Aufnehmen, ist mir aufgefallen, deutlich schlechter, als wenn ich es einfach so spiele. Was auch der Grund ist, warum ich mich nicht daran erinnern konnte, dass das Spiel jemals bei mir irgendwie geruckelt hat. Weil das tatsächlich früher nicht der Fall war. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wo war die Truhe? Ich meine, die da haben wir ja gefunden, ne? Die da, die da, die da. Ja, die haben wir gefunden. Aber wie kommt man denn an die Truhe da oben ran? Gibt es irgendwie noch einen Weg, wie man... Naja, hier kann man noch höher kommen. Es muss irgendwie von hier erreichbar sein. Das, was ich auch schon die ganze Zeit sagte. How? Das haben wir... Also hier ist auf jeden Fall der Typ. So. Haben wir das schon mal gemacht? Ne, du würdest denken, man muss hier irgendwie rüber. Allerdings ist hier eine unsichtbare Wand. Du kommst hier nicht rüber. That's a little bit frustrating. Das bringt mir genau gar nichts, ne? Ne. Jetzt habe ich auch die Truhe gar nicht mehr im Blick. Habe ich den hier schon kaputt gemacht? Wahrscheinlich schon. Ja. Hab schon alles in der Stadt zerstört. Okay, dann... That is so weird. Vielleicht irgendwie von hier? Na, da war die Truhe, aber... Wie kommt man an die andere? I want to know. Weil da wird wahrscheinlich auch eine Mini-Medaille oder so drin sein. Und die müssen wir sammeln, wisst ihr ja. Need to break stuff. Wie kommt man... Ich meine, ist es vielleicht einfach so simpel? Nein.
Nein, 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 nein. So kommt man da nicht ran. Das gibt es doch gar nicht. Wie kommt man denn da oben hin, sag mal? Vor allem, das sieht so aus, als könnte man da einfach hinlaufen. Wahrscheinlich kann man da einfach hinlaufen. Da ist der Eingang der Stadt. Das heißt also, es ist von dem... Naja, es... Man muss da einfach links herumlaufen, glaube ich. The fuck? Okay, geben wir erstmal das hier ab. Interessiert mich nicht. Ich will nur meine Medaille haben. So. Also. Meiner Meinung nach ist das auf genau derselben Höhe wie die Brücke. Was bedeutet, dass wir da einfach drum herumlaufen können. Die Truhe befindet sich links von uns. Dann wird hier einfach irgendwie rumlaufen können. Ah, ja, man kann hier einfach rüber. Wow. I'm so dumb. Okay. Na, grünes Kleinod. Gut, braucht man ab und zu zum Craften von... Ich floate so ein bisschen hier. Braucht man ab und zu zum Craften von wichtigen Sachen. So, jetzt machen wir uns auf den Wake nach Eschenburg, beziehungsweise was davon übrig ist. Und ich könnte mir, glaube ich, einen Third rufen, weil, naja, ihr seht ja, das ist, quite a way, you know? Ganz viel Fragezeichen-Zeugs. Bisschen Silbererz geht immer. Ja. This is the way. Ich glaube, ich hole mir auch noch das, was da unten ist. Voll versteckt hier. Hier will sich auch immer noch nicht der Sinn erschließen, warum es hier so einen Bienengegner gibt, wenn man nirgendwo mit hinfliegen kann. Oder verwechsel ich die Stelle gerade? Ja, da oben ist eine Truhe, aber... Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Wir sind nie da rangekommen. Wieso sind wir nie da rangekommen? Ich meine, der Weg, ne, der ist eigentlich eindeutig, wie man da hinkommt. Eigentlich. Indem man da oben irgendwie langläuft. Aber... Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt keine Möglichkeit. Dachte ich aber auch bei der anderen Truhe. Und dann kam man doch irgendwie hin. Es ist halt ein bisschen merkwürdig. Hier, warum gibt es hier diese Bienengegner, wenn man da nicht hinkommt? Hm? Weil hier ist die unsichtbare Wand. Und diese Wand ist zu hoch. Können die Bienen dingsens umbruckler? Da können die nicht hinfliegen. Deswegen, warum ist der hier? Wenn man da nicht rankommen kann. Ich versuche mal eben im Internet was zu finden dazu. Ja, also an diese... ich wollte gerade Quest sagen. An diese Truhe können wir tatsächlich noch nicht rankommen. Und der Bienengegner ist einfach nur eine Troll von dem Spiel, weil die bringt gar nichts. Da kommen wir erst in Akt 2 rennen. Ja, gibt nämlich noch einen Akt 2. Vielleicht sogar einen Akt 3 noch. Ja. Deswegen, also da brauchen wir uns jetzt noch keine Gedanken drum machen. Da kommen wir nicht hin. Egal wie sehr wir das wollen. Denn in Akt 2 sind dort andere Gegner, zum Beispiel diese Skelettreiter, die Wände hochklettern können. Und ja, damit kommen wir dann daran. So, jetzt sind wir hier in diesem riesigen Areal und hier gibt es neue Gegner.
Ja, wir haben hier jede Menge Funkeflecken. Wolle. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, zum Craften noch gar nicht gebraucht, aber werden wir wahrscheinlich demnächst noch. Hier ist auch wieder so ein Bienending. Ja, hier gibt es nämlich auch so eine kleine Insel und sowas alles. Ja, machen wir mal eben, holen wir uns mal eben. Ja, ich mag es schon, so stark zu sein. It's so nice. So, damit müsste ich hier nämlich eigentlich runter können, genau. Dann kommen wir an Sachen ran, die wir nie uns erträumen hätten lassen können. Ein Eschenburger Taler. Hier sieht so aus, als wäre hier irgendwas versteckt. Ist es aber nicht. Ah. Okay. Funkefleckchen war hier noch. Ja, da ist nochmal so ein kleiner. Dingsens, da könnte theoretisch auch noch eine Spur sein. Ich weiß nicht. Ist nicht gerade das schnellste Reittier. Mount. Warum? Hier. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier tatsächlich was. Ah. Naja, vielleicht später. Hier ist auf jeden Fall ein Camp. Hier ist wieder der Typ. Ja, ich glaube, ich wechsle mal lieber auf meinen Pferd. Das ist nämlich ein bisschen schneller. Oh, goddammit. Reingeflogen. Der Biene in eine Biene reingeflogen. Bienenstichler und der Gnobold natürlich wieder. Wow. Schön ausgewichen. Dunk. Ich weiß nicht, warum ich immer mit X versuche zu dismounten. But I do. Ja, hier sind nämlich auch noch so Ruinen schon von hier zum Beispiel. Von zerstörten Gebäuden. Da kann man auch Sachen finden manchmal. Ja, ich wollte erst einmal da hinten gucken. Aber offensichtlich müssen wir hier reingehen, wenn wir was wollen. Eigentlich irgendwo gerade eine Leiter. Stand doch sogar gerade auch das Symbol dazu. Oder war die von außen? Ah ne, hier ist nur so ein doofes Ding. Ah, hier war doch eine. Ne, da oben ist eine Leiter. Wartet mal. Kann man da nicht irgendwie hoch? Oder ist das auch erst in Akt 2? Das Spiel trollt mich gerade mit Sachen, weißt du? Ja, weil da komme ich glaube ich nicht hoch. Ups. Ich hätte gedacht von innen irgendwie, aber. Weil innen können wir nur das hier machen. Das bringt nichts. Boah, ich hasse das, ne? Das Spiel zeigt dir, das zeigt dir was. Und du kommst aber nicht ran. Erst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich hasse das. Weil es wird ja wohl nicht von hier sein, irgendwie. Nee, Alter. Never. Warte mal, von da oben vielleicht. Ah, das könnte sein. Mal hier um den Pudding laufen. Der Ritter beschützt ein Geheimnis. Und hier kommt man dran. Tada! Wusste es doch. Weil eigentlich kannst du nur ganz wenig Orte erreichen, die du vorher siehst. In Akt 2. Eine Räuberklinge? Was ist das denn? Bestimmt ein Schwert für ihn hier.
Naja. Witzig. Wieso habe ich den Dolch von ihm aufbewahrt? Das wüsste ich jetzt gerne. Mäzer Kömmschätztrupp. So. Kennt mich ja, bevor ich irgendwie Lager aufschlage oder so. Ich dachte, erst da wäre was. Muss ich Funkeflecken sammeln. Ja. Immer schön das ignorieren, wo es eigentlich offensichtlich ist, wo es was gibt. Ja, nehmen wir wohl. Hier ist mal wieder eine der roten Türen. Wo wir noch nicht rein können. Und hier sind auch ganz viele Gebäude. Und hier gibt es auf jeden Fall irgendwo noch Stuff. Vielleicht jetzt hier nicht, aber... Ah doch. Lebenssamen. Da ist nichts, ne, da unten. Was ist mit dem Gebäude hier? Das Pferd kommt auch nirgendwo rein, ne? Da stapft was Lautes rum auf jeden Fall. Okay, das ist, glaube ich, einfach nur so ein Ding, wo wir nicht reinkommen. Und hier waren wir schon drin. Ah, das war der, der hier so rumgestapft ist. Hier können wir rein. Und wir finden einen Eschenburger Heller. Ja. Was gibt es denn? Groschen, Heller und Taler? Ja, 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 okay. War ich hier schon drin? Wahrscheinlich. Warte mal, hier gibt es auch so Mini-Inseln. Wahrscheinlich aber nichts drauf. Hoffe ich zumindest. Einmal Poliersand. Toll, jetzt habe ich mein Pferd da hinten irgendwo geparkt. Scheiße. Die sehen aber auch aus, alle. Klopfen hier einfach durch die Gegend. Ich glaube auch nicht, dass man die umrennen kann. Baummonster. Haben wir noch Feenwolle gefunden? Okay, da hinten ist nur ein Speicherpunkt. Umland von Kriegjeweld. Ich frage mich, ob es da theoretisch weitergehen würde. Wow, ich konnte es nicht umrennen. Wahrscheinlich von den Leveln her zu hoch. Deswegen ich das nicht umrennen konnte. Was kann man ja nur mit schwachen Monstern machen? Oh ja, die sind stärker. Stärker schon, aber so stark wie ich bestimmt nicht. Oh Mann, schon ordentlich Schaden. Be gone. Ja, siehst du, die geben auch viel mehr Erfahrung. So, jetzt bin ich mal eben gespannt, ob ich hier überhaupt lang kann. Oder aber sagt, ey, Alter, du hast noch was zu tun. Muss zu den Ruinen oder so. Aber anscheinend nicht. Denn hier ist ja dieser Block, aber ich könnte den sogar umgehen, ehrlich gesagt. Mache ich natürlich jetzt nicht, weil das bringt nichts. Das, ja, nee. Nee, ja, nee. Gut.
So, dann hatten wir noch auf der Seite, wo das Camp ist, relativ viele Häuser. Let's try. Ja, es geht nicht. Zu hoch vom Level. Hier haben wir auch echt gute Erfahrung, ey. Das sollen Orks sein, die sehen für mich eher aus wie Schweinsmonster. Der hat Eric mal gezeigt, wie das geht mit dem Einschläfern. Gott sei Dank bin ich so stark. Bye. Uff. Overkill much. Meine Güte. Alright. Ja gut, der Rionaldo, ne? Ah, Feuersturm. Okay. Interesting. Ja, also da zu diesem Speicherpunkt kommen wir sowieso gleich noch hin. Storymäßig. So, was haben wir gesagt? Diesem kleinen Kackhaus hier ist nichts, ne? Ui. Entschuldigung. Manchmal muss man niesen. Um zu genießen. Okay, das ergibt überhaupt keinen Sinn. But I like it anyway. Genau, hier waren wir auch schon drin. Hier gab es einen Funkefleck. Aber hier haben wir noch so ein paar kleinere Ruinchen. Eschenburger Hella. Sagt man eigentlich Hella oder sagt man Ella? Weil ich kenne wohl das Sprichwort auf Ella und Pfennig. Macht man das nicht so? Quasi nicht, ne? Ach, guck mal, da ist schon wieder eine Truhe hier. Da muss man natürlich mitnehmen, ne? Ja. Mini-Medaille. Nein. Ein Stab der Schnelligkeit. Bin mir ziemlich sicher, dass das ein Stab für Veronica ist. Der ist aber schlechter. Wenn auch nur ein bisschen. Aber er ist schlechter. Wie sieht der denn aus? Ah. Ein bisschen riesig für sie, ne? Gut, kann man verkaufen. Weil wie ihr wisst, Geld kann man immer gebrauchen. So, hier ist noch ein Häusle. Kleines Häusle. Und da rein ist so ein Schuppen. Ein Schuppen, der keine Bewandtnis hat. Wetten, hier ist eine. Okay. Ich kann auch, glaube ich, in das Haus hier nicht rein. Was merkwürdig ist, weil, naja. Ah, Funkefleck. Königliche Erde. Gut. Sag mal, wurde dieses Haus noch eine Tür gebaut? Kann das sein? Oder ist die Tür einfach nur versperrt irgendwo? So, keine Ahnung. Ob hier hinter vielleicht mal eine Tür war. Weiß es nicht. So. Gut, Funkeflecken haben wir nur noch da vorne. Warte mal. Goddammit, ich sehe es gerade. Hallo Wetterkuh. Da unten. Scheiße, muss ich also doch noch mal so eine Biene mir holen. Weil wir wollen ja alles mitnehmen. Denn... Okay, was ist denn das für ein... Seidenblüte. Das ist wahrscheinlich... lass mich raten. Seidenblüte und... Feenwolle? Nee, nur Seidenblüte. Hm. Ist es mir das wert? Die Antwort ist... Nö. Nicht wirklich. Machen wir mal kurz ein Camp hier. Truhe hat auch wieder aufgelevelt. Außerdem will ich immer den Verkäufer hier abchecken, was er so hat. Okay. Ich habe nichts Neues gelernt. Stahl, Breitschwert. Nein. Nein, 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 nein. Rüstungen, nein, nein. Oh, ein Stahlschild? Ja, kann nur der Held tragen. Ja, Maske der Mobilität, aber nicht wirklich zwingend notwendig. Dafür ist es einfach nicht gut genug. Ja, Stahlhelm. Hm.
Nee. Nee, nee. Goldkette, Goldarmschiene. Daumenhandschuhe, Linkheitsring, Netzstrümpfe. Ich dachte, ich hätte Netzstrümpfe. Ja, steht da auch, im Besitz 1. Wieso tragen die Mädels denn keine Netzstrümpfe? Gibt doch mehr Abwehr. Und bestimmt irgendwas Besseres an. Bestimmt hier so ein Gegenstand, ne? Ja. Geschick fällt. Charme und Abwehr steigen. Yeah, why not? Gerade bei Veronica habe ich so das Gefühl, die braucht ein bisschen Abwehr immer. Was hast du denn? Ja, Stab der Schnelligkeit. Ja, gerade gefunden. Der hat, glaube ich, auch nichts Neues. Weil ich habe so das Gefühl, das, was die haben, das richtet sich immer gerüstet. Das richtet sich immer danach, wo wir halt gerade sind. Gespinst. Okay, das ist ein Gebrauchsgegenstand. The fuck. Ich dachte, das wäre was zum Craften vielleicht. Ja, hier ist die neuen, dürfen wir nicht verkaufen, hatte ich ja gesagt. Den Rest wollte ich noch behalten für die neuen Charaktere eventuell. Genau. Den können wir definitiv verkaufen, weil Veronica die einzige ist, die das benutzen kann. Gut, dann rasten wir einmal schnell bis zum Morgengrauen. Und dann, nach fast einer halben Stunde. Ich muss trinken. Können wir uns in die Ruinen begeben. Da ich faul bin, reite ich so weit, wie ich kann. Dingel, dingel, ding. So. Da kommt, glaube ich, jetzt einiges gleich. Cutscenes und so. Kann ich schön dampfen, so. Naja, da unten wäre noch ein Funkefleck gewesen, aber ist jetzt nicht wirklich so wichtig. Das war mal eine richtig riesige Stadt. Man. Lass die Dampfe nachfüllen, dass ich auch in den Cutscenes dampfen kann. Macht natürlich Sinn. Alle so, So, this is Dundrasil. I'd heard the rumors about what happened here, but still, I never expected this. To think that not so very long ago, this was one of the world's great cities, and that it was reduced to rubble in a single night. The king and queen murdered by monsters. The princess of Heliodor, too. The poor thing was only visiting. But I don't need to tell you this. They were your parents, after all. Yeah. So where's the old guy from the tournament, anyway? And why'd he drag us all the way out here? Look! Those torches are lit! He must be in there somewhere, waiting for us. Und hier gibt's diese... Oh, wir können sogar hier unser Pferd reiten. Hier gibt's diese fetten Drachen und die sind wirklich fett. Hahaha. Aber es gibt auch einiges zu finden hier in den Ruinen. Witzig, dass ich mit meinem Pferd reiten kann. Zum Beispiel das hier. Magische Tierhaut, das ist immer gut. Braucht man manchmal zum Kraften. Ja, diese Drachen, ich erinnere mich. Die sind echt nicht ohne. Ich hätte vielleicht vorher mal speichern sollen. Aber ich glaube tatsächlich, bin ich gut genug gelevelt, dass wir die schaffen können. Und er greift auch plötzlich an und jetzt werdet ihr sehen, wie viel Schaden der macht. So viel. Jede Menge. Und so viel. Very strong. Serena better heal. Und holy shit, kann der viel angreifen. Wow. Gut geblockt.
Ja, also darf ich auch mal, ja? Weil jetzt heilen wir schon. So, mein Lieber. Jetzt hat er Drache verloren. Jetzt gibt es einen Critical. Oh. Das sind echt fette Viecher. Guck's dir an. Der kann auch mehrmals angreifen. Ein kleiner Elite-Mob hier. Ja, da muss man heilen. Sonst wird das nichts. Okay. So schwer war er jetzt doch nicht. Gibt aber 656 Erfahrungspunkte. Bin mir aber ziemlich sicher, dass die Gegnergruppen draußen genauso viel geben und das ging schneller. Also von daher. Okay, ich kann immer noch keine Talentpunkte verwenden und wir kriegen ein Drachenhorn. Okay, das war der Grund, warum man die vielleicht auch... Da ist ein Schleim. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, da geht es weiter mit der Story, wenn wir da reingehen. Hoch, wer da? Bitte, tu mir nicht weh. Ich bin kein schlechter Schleim, ich schwör's. Wenn du mir nicht weh tust, verrate ich dir etwas, was dich glibberaschen wird. Dieser Brunnenschacht führt geradewegs in die Burg. Durch ihn kannst du ganz schleimfach zu den brennenden Feuerschalen gelangen. Ja, also wenn wir da reingehen, geht's weiter. Das wollen wir natürlich noch nicht. Wir wollen uns hier noch ein bisschen umgucken. Und ich habe mein Pferd schon wieder geparkt. Ja gut, ganz ehrlich. Das können wir doch ruhig auch parken, weil... Ah, ich sehe schon. Au. Von hier? Und dann so? Stimmt, oder? Okay, irgendwie so. X gleich hin, Moment. Bisschen Parkour hier. Parkour und Shit. Siehste? Kriegen wir direkt zwei Truhen als Belohnung. Drachenschuppe, das ist ein... Oh. Eine Fresskiste. Die ist bestimmt auch stark. Schauen wir mal. Einen süßen Odem, was macht der noch? Oh, der schläfert ein, toll. Oh ja, die ist nicht schlecht. Hör auf, mich einzuschläfern. Okay. War auch nicht stark. Ein Talentsamen. Okay, das ist tatsächlich recht viel wert. So, wir schauen mal eben. Drachenschuppe. Oh, das steigert aber richtig krass den Angriff. Meine Güte. Ja, das gebe ich dem Helden. Der Held muss immer noch am meisten draufkloppen können. Meiner Meinung nach zumindest. Held sollte mal der Stärkste der Party sein. Ja, ist noch so ein Dragon. Hier ist auch wieder was. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwas zu finden gibt. Nee. What a fake out. Da geht's wieder raus. Was war denn jetzt hier mit den Gebäuden? Der Elmo im Gebäude. Hat er das, was wir wollten? Brack, Motherfucker. Ja. Kleine Reference, ne? Dachte ich, kann da irgendwo rein. Maybe I have been wrong. Maybe not. I don't know. Hier waren wir schon drin, ne? Ja, das ist nämlich. Das ist so ein bisschen komisch, dass man in die großen Gebäude nie reinkommt. Why? Und dann einem ist der Drache schuld. Den werde ich gleich auch noch eine Mütze geben, wenn ich hier fertig bin. Hier kann ich aber rein. Drachenhaut. Auch sehr wertvoll. Nein, da schieße ich nicht drauf. Ja. Das stört ihn nicht mal. Das stört ihn einfach mal nicht. Den grünen Drachen. Schwarze Drachen sind noch viel stärker. Was die gefährlich macht, ist, dass sie halt mehrfach angreifen können.
Bitte nicht sterben. Okay. Holy shit. Ich meine, die können halt dieses Drachenhorn droppen und das braucht man definitiv zum Craften. Eigentlich kann man ja zwischen den beiden Drachen immer hin und her rennen, ne? Ja, ich kämpfe gegen noch ein paar Drachen, ich pausiere kurz und dann geht's gleich mit der Story weiter. So, mir rennt gerade so ein Golem hinterher. Die komische Aloe Vera, die wir da für ihn sammeln mussten, für den einen Typen, die ist hier tatsächlich zu finden. Und ich habe das nicht gesehen. So, ich habe noch gegen ein paar Drachen gekämpft. Ich habe noch eine Drachenhaut gekriegt vom Drop her. Und Veronica hat Zischel gelernt durchs Level Up. Ist im Prinzip eine stärkere Version von dem Single-Target-Feuerspell. Jetzt können wir in den Brunnen reingehen. Die Nebenquest können wir dann später abgeben. Erstmal geht's jetzt hier weiter. So, wir sind unter der Erde. Hier gibt es, glaube ich, nichts. Es ist nur so eine Art Passageway zum nächsten Gebiet. Kurz mal gucken, weil manchmal steht doch noch irgendwo eine Truhe rum. An den Seiten meistens, dass man dran vorbeirennt. So. More Ruins. Da ist er ja, der Bodo. Hallo. So, you made it at last. Is it just you? Where's your friend, the girl? She has duties to attend to. She'll be glad you came, though, as am I. It's not like we had much choice. Now, where's the rainbow? We need it. Oh, you do, do you? I suppose that's because your pal here's the Luminary. Wait. How could you... I thought you died years back, laddie. When I saw that mark in your hand at the tournament, my heart skipped more than a few beats, let me tell you. Now, come along. There's something I want to show you, if you'll indulge an old man for a wee while. Hier entlang, Junge. Junge! Ja. But there's stuff to find. Man muss übrigens, glaube ich, nicht auf ihn warten. Man kann auch einfach... Okay. Aye, this place brings back some memories, sure enough. Look, are you going to tell us who you are or what? I'd already given up most of my duties by then. I spent most of my days in the city enjoying my retirement. Oh, we had us some fun. And then the monsters came, and I lost everything. When I was your age, laddie, this was one of the finest cities you could ever hope to see. And look at it now. One night. That's all it took them to tear it all apart. Ach, just listen to me blethering on. I was going to show you something, wasn't I? Come on. Ich habe übrigens mal nachgelesen. Es ist ja noch nicht wirklich viel zu Dragon Quest 12 bekannt. Flammen des Schicksals, oder so heißen sie. Is this somebody's grave? Und, was witzig ist, weil dieses Spiel ja Streiter des Schicksals heißt.
Aber im Originalen hieß es ja Echoes of an Elusive Age. Und ja, deswegen mal gucken, wie das dann auf Deutsch heißt. Wahrscheinlich nicht Flammen des Schicksals, sondern irgendwas anderes. Wobei, es ist auf jeden Fall bekannt, dass das Spiel nochmal deutlich düsterer sein soll und erwachsener als dieses hier. Und da bin ich mal gespannt, weil es gibt in diesem Spiel auch so ein paar, die eine oder andere Wendung, sag ich mal. Aye. This is where the King and Queen of Dundrasil are buried. You mean? I do. This is your parents' grave, laddie. The grave of my daughter and son-in-law. Wait. But that would mean you're his grandfather. These two fine young souls died, and I survived. I came to believe there must have been a reason for that. That someone had a purpose in mind for me. So I set out to learn why Dundrasil was destroyed. I've been on the road ever since. I've uncovered some of the truth on my travels. It was King Carnelian, you see. He changed. He once believed in the power of the Luminary more than any of us. But he became convinced that you were evil, that you were the Darkspawn. He's not a man I knew any longer. Folks say he blames you for everything, even the death of his daughter. How could you, old friend? There's something behind it all. The fall of Dundrasil, the change in my old comrade. I promise you, I will find out the truth. I found your boy. He wasn't lost to us after all. You're alive, laddie. Against all the odds, and now you're home. You've no idea how many times I've dreamed of this day. I never thought it would actually come. Now, will you humor an old man a while longer? There's an old royal ritual, you see. It's to send the souls of the departed to a better place. I'd like you to help me perform it. There's an altar up in the hill behind the castle. I'll be waiting for you there. Ja, so ist das, ne? Ich meine, ne? Das ist schon traurig irgendwie, ne? Starke Arsenal. Hier gibt's, glaube ich, noch eine Mini-Medaille. Nö. Eschenburger Erbe. Eschenburger Helm, Eschenburger Rüstung. Okay, cool. Da braucht man bestimmt Gold- und Silbererz für, würde ich mal wetten. Irgendwo gab es aber hier noch eine Truhe. Oder eine Mini-Medaille zumindest. Eschenburger Tale. Habe ich hier? Teufelsschwanz. Das ist, glaube ich, ein Accessory? Ziemlich sicher. Ja. Blink halt.
Bietet Schutz vor Flüchen und Dunkelheitsangriffen. Ob wir das eventuell brauchen? Ob wir das eventuell jetzt gleich brauchen? Gut, mein Angriff sinkt ein bisschen, aber wir nehmen das mal, weil es kann sein, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass wir noch eine Kampf machen müssen. Altar der Seelen. Ah, das ist so merkwürdig. Ich war mir sicher, dass es hier noch eine Mini-Medaille gibt irgendwo. Momentchen. Okay, also es gibt zwei Mini-Medaillen hier. Für eine brauchen wir den roten Schlüssel, den wir noch nicht haben. Und andere kriegen wir im Laufe der Story. Können wir da rankommen, nämlich wenn ich die Karte... Okay, hier kann ich es jetzt nicht sehen. Hier da seht ihr ja unten im Süden diese kleine Hütte. Da kommen wir gleich noch hin. Und hinter der Hütte ist eine Truhe. So. Dann können wir erstmal weiter. Oh, guck mal, Hoppelhäschen. Kleiner Hoppelhäschen. Und die hoppeln nicht mal weg vor allem. Ist das Funkeflecken? Nein. Wir können einfach durch. Ah, ich frage mich, ob wir hier irgendwann runterfallen. Stimmt nicht. Meine Erinnerung war auch, dass wir noch gegen den Geist unseres Vaters kämpfen müssen, aber... Vielleicht vertue ich mich da auch gerade. Oder das kommt später. Kann auch sein. Ich erinnere mich, dass wir in irgendeinem Dungeon gegen einen Geist kämpfen müssen. Ziemlich sicher sogar. Oh, Jade. Bisschen Kram verbrennen. Thank you, Princess. It looks just perfect. So, sie ist Prinzessin. Bin mir ziemlich sicher, dass sie unsere Schwester ist. Wait, you don't mean... Das kleine Mädchen, was man am Anfang gesehen hat, was uns gerettet hat. If the rest of you wouldn't mind standing back here with me, only members of the Dracilian royal family may perform the ritual. How come he called you princess? Are you? Quiet now. The ritual is about to begin. You just follow my lead. All right, laddie. The souls of those who depart this life must all return to Yggdrasil. One life for each leaf of the great world tree. But those taken by monsters cannot return of their own accord. So our ancestors devised a ritual to send them on their way. The smoke guides them back to where they belong, to Yggdrasil's bosom. Each butterfly is a lost soul, and now they can all be at peace. Holy shit, that's a lot. In vain, Eleanor. You saved your boy and the princess. It was a noble sacrifice you made. Thank you, my beautiful girl. And goodbye. I hope you don't mind me asking, but your mother didn't leave you anything, did she? No.
didn't, did she? So this letter's why you went to see King Carnelian, eh? If only she'd known. I'm sorry, laddie, you've been through so much. But I suppose if you'd not set out for Heliodor, the journey would never have led you to me, eh? Oh, Eleanor. Sorry, Laria. I'm gonna need to be alone for a wee while. No. Oh well, dann gehe ich wohl einfach mal. Lady Eleanor. Who's there? Schön angeschlichen. You weren't supposed to see that. I was just thinking about Lady Eleanor. I mean your mother. Why don't we take a little walk? Okay, also ist sie nicht ihre Mutter. Also ist es unsere Halbschwester sozusagen, richtig? I think. Oder bin ich jetzt dämlich? I am not sure. My mother was a rather sickly soul by all accounts. She died not long after I was born. So in a sense, Lady Eleanor was the only real mother I ever knew. Ja, Ziehmutter halt. She used to read me stories, take me flower picking. I loved her so much. You can imagine how happy I was when I heard she was having a baby. I couldn't wait to meet my little brother. Okay, also sind sie doch direkte Geschwister. What? You know, it was raining like this the last time I ever saw her. I can't believe how much time has passed since then. Hab wohl ein Brett vor dem Kopf, ich steig da irgendwie nicht durch. Oh oh. Wait, up there. Er nur wieder. Something tells me they're looking for you and your friends. And there's only one kingdom that can send that many soldiers out on a manhunt. Heliodor. Come on. We need to get back to the others. Ja, wir werden gerade schön in eine Falle gelockt. From the altar. No sign of them. What about the Darkspawn? No sign of him either. Blast! They must have got away. It's him! He's over here! The Darkspawn is over here! Oh, for goodness sake. What shall we do with the girl? Sir Hendrik's orders were to bring the Darkspawn back alive. He never said anything about anyone foolish enough to side with him. Just you try it.
I can't be expected to take her on alone. Sir Hendrik! Sir Hendrik! Come on. We'll head around the mountain and meet up with the others before he gets back. And there he is. I have you at last, Darkspawn. There is nowhere left to run. Well, actually... You are a slippery one, I will give you that. I had not thought you would make it this far after I picked up your scent in Octagonia. Men, the Darkspawn is mine. Deal with the girl. Forward! This is all the dreaded Child of Darkness can muster. Pathetic! Me no longer, Darkspawn. The chase ends here. Hendrik! Don't you dare! Princess Jade? Surely not. No! Hold on! Princess! Let you go again. Und jetzt klären sie es auch so. Oh, guck mal, wie lange wir fallen können. Ja. Ganz schön hohe Klippe, muss man ja sagen. Jetzt ist er ein bisschen verwirrt, glaube ich. Jetzt sind wir in der Hütte gespawnt. Und hier gibt's nichts, aber außen gibt's was. Oh, good. You're awake. Hier, durchnässtes Holz. I'm soaked through. Let's get warmed up, shall we? I'm glad I caught you. I couldn't have forgiven myself if it happened again. I suppose Rab must have told you about your mother, that she sacrificed herself to save you and the Princess of Heliodor. Well, you've probably worked it out for yourself already, but I was that princess. Your mother saved my life. That night,
The night Dandrasil fell, we ran from the castle, but the monsters were too fast. She handed you to me and distracted them for long enough for us to get away. She died to save us. But even though she trusted me with you, I was too weak and stupid to... I fell in the river and I let you go. I can't tell you how many times I've wished that it was you Radfished out of there and not me. After he found me, we headed back to Heliodor. We thought my father might help us to find you. But when we got there, we found out he was telling people I'd been killed by the Luminary. He was trying to make people believe awful things about you. Rab was convinced that he wasn't in his right mind, that someone must be controlling him. So we set out together to find out who and why. I never expected to see Hendrik again, let alone on a battlefield. We were lucky to get out of there alive. Looks like the rain's dying down. We should head back to Dandrasil. So, jetzt können wir nicht wieder selber steuern. Ich glaube, draußen ist eine Statue zum Speichern. Denn. So, und hier war eine Truhe irgendwo. Dort. Gut versteckt. Dann speichern wir doch mal. Und da habt ihr es gerade gesehen, heute ist der 14.10., wo ich das aufnehme. Ja, es ist schon irgendwie ein bisschen lustig. So, kämpfen sollte ich jetzt nicht, weil ich alleine bin. Ich glaube, sie würde zwar helfen, aber... Ich will doch lieber erst mit dem vollen Team kämpfen. Da ist er ja schon wieder. Der lässt auch nicht locker, der Kerl. So, I was right. I had suspected it would take more than a mere fall to put pay to the Darkspawn. Sir Hendrik. And it really have been so many years since that fateful night, Princess. To see you alive and well, you cannot imagine how much this pleases me. But should you choose to continue to side with the Child of Darkness, you may not live for much longer. Look, I know how you feel about duty, Hendrik. How could I forget? But you don't understand how important this is. Please, you have to let us go. Vielleicht ihm mal erklären, dass er nicht der Darkspawn ist. You would ask a sworn knight of Heliodor to disobey the orders of his king? You have been away from home too long, girl. Not long enough for the years to have changed you. Still loyal to a fault. I wish it didn't have to come to this. But it has. Yeah! Impressive, Princess. The spirited young girl of old has grown into quite the warrior maiden. Oh, please. I'm not a child anymore. It'll take more than a pat on the head to distract me. And
What will it take to convince you that I am deadly serious? That if you stand on the side of the Darkspawn, I will have no choice but to destroy you. Yeah! Hendrik! Princess! I'm sorry. Get on. Now hold on tight. Princess, what have you become? Okay. Da sind wir wieder da, in der Escheburg. Praktischerweise keine Drachen mehr. Würde wahrscheinlich nicht zu der Cutscene passen. Und damit haben wir unser Team vollständig. There you both are. And in one piece too. Just about. No thanks to Hendrik and his men. So, it was old Hendrik, was it? I thought it might be. I would have liked a wee word with the rascal, but I doubt he'd have told us much. Well, if even he's out for your blood, the forces of evil must have a stronger hold in Heliodor than ever. It wouldn't be the first time a once glorious kingdom had been brought low by monstrous powers, you know. Many, many years ago, a dastardly fiend destroyed an entire empire with his wicked ways. A legendary evil named Mordegon. Hagrimor. His story is all but forgotten these days. I had to tramp halfway around the world just to learn his name. But the more I find out about him, the more I'm convinced he's the one behind all this. Dundrasil, the troubles in Heliodor. Everything. Which is why you're gonna have to stop him, laddie. The fate of the whole world depends on it. You're the luminary, after all. You were born to defeat the Dark One. But you'd be more than foolish to face him unprepared. He's a master of darkness, the like of which the world has never seen. Then we must make our way to Yggdrasil as soon as we can. The legends of Arboria tell of a means of fighting the darkness that can only be found there. Veronica, that must be why we're supposed to take him there, mustn't it? Here you are, laddie. It's yours at last. You'll be needing it if you're to make your way to the World Tree. If anyone can get this old stick to show us the way, it's you. Lead on, luminary. Da haben wir ihn ja endlich nach 50 Jahren. Well, can you see anything? Don't tell me it's a dud. If that Noah sent us in a wild goose chase, I'll throttle him. He could have told us it didn't work before we wasted a zillion hours chasing it halfway across the world. Now, now, let's not jump to conclusions. Why don't Jade and I join you, and we'll see if we can't make our way a bit closer to Yggdrasil and try again. We'll not give yous any bother, I promise. So, jetzt haben wir sie endlich in unserem Team. Der Bodo und die Jade. Und die Jade ist ziemlich stark. Ziemlich stark. Außerdem kann sie dieses Kostüm hier tragen. Da fehlt wohl noch was.
Weird. Warum sehe ich jetzt nicht so aus? Normalerweise sind das doch nur diese Sachen. Ah nee, warte, ich brauche noch die Netzstrümpfe, die Veronica gerade trägt. Die gehören dazu. Tada! Ja. So, was bringt ihr am meisten? Goldarmschiene, würde ich sagen. Oder sie kriegt die Drachenschuppe, damit sie stärker ist. Weil wir sind schon so super stark. Ja, why not? Der Bodo, habe ich irgendwas für den Bodo? Ja, das ist minimal besser. Pelzponcho. Siehst du, da habe ich mir nämlich gedacht, dass der den Schildkröteponcho tragen kann. Habe ich hier noch irgendwas über? Weil ich werde die eh kaum benutzen zum Kämpfen. Aber, weißt du, man kann den ja trotzdem so ein bisschen was anlegen. So, wie war denn das gleich noch? Wie mache ich das denn nochmal? Aufstellung? Ja. Eric wird demnächst replaced werden. Und hier sehen wir jetzt auch ganz gut, dass wir normalerweise Stufe 23 sein sollten. Da sind wir relativ nah dran, also passt das schon. Die Jade muss allerdings erst einen bestimmten Skill lernen, damit sie nützlich wird gegen Schleime. Und wir müssen ihr wahrscheinlich auch nochmal, wir müssen uns nochmal umschauen in Porta Valor und ihr den, und ihr diese komische Waffe da kaufen. Die hatte ich ja erst noch nicht gekauft. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass man in Porta Valor jetzt, weil man sie im Team hat, eine Sidequest machen kann, wo jemand unbedingt ein Mädel in einem Häschenkostüm sehen will. Und wir müssen nochmal nach Zwistanbul, um da die Quest abzugeben mit dem Aloe Vera Kram. Und schmieden müssen wir noch und. Now it's glow. Did you see it? It was so pretty. A sort of platform floating in the sky. And six colored orbs. Oh, I think I understand. We need to find the orbs and take them to the platform, and then the path to Yggdrasil will appear. Maybe trekking halfway around the world to find that branch wasn't such a waste of time after all. And we've already got one of the orbs we need, too. I knew swiping this thing from the castle was the best idea I ever had. Wir haben sogar schon zwei. I had my own plans for it. But this is way more important. It's yours now. Just don't lose it, okay? Our prize from the tournament. Lucky we didn't sell it in the end, eh? Aye. And there I was, all set to swap it for a few piffling trinkets for the road. It's yours now, though, laddie. Now, it looked like that platform we saw was located right under Yggdrasil. That means it must be somewhere deep inside the first forest. So, we know where we have to go. We just need to find the other four orbs first. But where in the world would we even begin to look? Orbs. Oh, I do remember a fairy tale about a giant pearl sinking to the bottom of the ocean. Can't remember the details, though.
Well, if we don't have any real clues, I guess we'll just have to head out into the world and find some. You're not wrong there. In which case, let's head for Puerto Valor. We can get out into the open ocean from there. A fairly straightforward voyage, if you ask me. And you'll be pleased to hear that I'm friends with Don Rodrigo, the big man over that way. I'm sure he'll open the sea gates for us. Right then, let's get moving, shall we? The sooner we get our hands on those orbs, the sooner we can make our way up to Yggdrasil. Meine Güte, Jade hat ganz schön lange Beine. Ist euch das mal aufgefallen? Holy shit. Voll die Stelze. So, oh Gott, ich sehe schon wieder einen Funkelfleck von hier. Neat Funkelfleck. Was wollten wir denn jetzt noch alles machen? Wir wollten nach Zwistanbul. Die Quest abzugeben. Wir wollten noch was schmieden. Ja. Ich glaube, ich gehe erst nach Zwistanbul. Die Quest abzugeben. Weil dann kriegen wir, glaube ich, auch wieder ein Rezept. Und dann können wir mal gucken, was wir schmieden können. Und nach Porta Valor, um die Waffe für Jay zu kaufen. Und die Story voranzutreiben, wollten wir sowieso. Und ja, das passt ja dann. Passt ja wie Arsch auf Eimer. Wir haben zwar jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber ein bisschen was schaffe ich bestimmt noch. So, was kriege ich denn von dir? Tipps für fesche Typen. Adrettenanzug, hübsches Halstuch. Okay. Ja, dafür brauchen wir Feenwolle mit Sicherheit sogar. Halstuch und Anzug. So. Also einmal wieder zurück. Ja, wir können auch direkt nach Costa Valor, dann sind wir näher an der Stadt dran. So. Kleidung, Adretter Anzug. Grünes Kleinod, was auch ebenfalls gefunden haben, magische Tierhaut und Seidenblüte, okay. Ist für Rionaldo. Ja, ich weiß nicht, ob wir mit ihm mal irgendwann kämpfen müssen. Aber eigentlich brauche ich das jetzt noch nicht schmieden. Das andere war wahrscheinlich ein Zubehör. Das Halstuch. Das hier. Auch für ihn natürlich. Seidenblüte, Glimmergras und Himmelsgebinde. Okay. Ja, gut. Vielleicht später. Was wir auf jeden Fall gebrauchen können, ist eine Rüstung, nämlich die Eschenburger Rüstung. Platinerz. Golderz und Himmelsgebinde. Okay, den Rest haben wir ausreichend zur Verfügung. Poliersand, Golderz und Platinerz. Okay. Können wir also noch nicht schmieden. Gut, dann schmieden wir jetzt eben nichts. So, und ihr habt bestimmt gerade den Blick gesehen, sag ich mal, von den Blick von Rionaldo. Sah nicht so begeistert aus, als wir gesagt haben, dass wir nach Porta Valor müssen. Was witzig ist, weil wir waren da schon mal. Aber wir werden erfahren, warum das so ist. Jetzt war ich am Überlegen. Gab es noch irgendwas anderes? Missionen habe ich gerade alle abgeschlossen, oder? Da habe ich, glaube ich, aktuell nichts. Missionsverzeichnis. Ja. Wir haben tatsächlich sogar alles gefunden bis jetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Mission, ja, Porta Valor mit Jades Kostüm, kann ich eigentlich theoretisch direkt von hier teleportieren? Wieso sage ich eigentlich immer Porta Valor? Das heißt Puerto Valor. Ich sage immer Porta Valor, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wegen Port, wegen... Okay, Darlings, I'll see you when you're finished here in town.
I need to go and see a man about... Bye! What came over him all of a sudden? Don Rodrigo lives in that grand old place over yonder. Let's go and say hello, shall we? Oh, and don't go mentioning my royal past, will you? There's no point in causing a fuss. As far as he's concerned, I'm just his old pal, Rab. Let's keep it that way, all right? So, da es jetzt Nacht ist, können wir auch direkt einmal ins Casino, um Jade eine neue Waffe zu besorgen, die dann... Und ich muss auch deren Skillpunkte noch verteilen, ist mir gerade mal eingefallen. Ja, weil die wird dann Eric ersetzen, weil sie ist stärker als Eric. Er ist im Prinzip erst später wieder sehr nützlich. Bin ich mir zumindest recht sicher. Wir haben immer noch 500.000. Wir können mal eben gucken, ob wir irgendwas kaufen können, was denen was bringt. Aber ich glaube nicht wirklich. Wir könnten dem Bodo diese Clown hier kaufen. Ich kämpfe aber mit ihm so gut wie gar nicht. Von daher. Ja, Glitzerkleid kann sie auch tragen. Ich habe aber, glaube ich, noch eins. Ja. Deswegen, das kann ich ihr dann... Hier, die Blitzlanze. Ist ein ganzes Stück stärker als das, was sie aktuell trägt. Von daher. Ja. Und es sieht auch echt schick aus, das Ding. So, dann können wir nämlich... Achso, ist direkt in den Ausrüstungsbeutel wieder gelandet. Ja, okay. Das ist die Blitzlanze. Und die ist sehr viel stärker. Ja, ich würde sagen, ich packe sie jetzt schon in die Party. So, dann verteilen wir mal Skillpunkte. Das sind bei denen natürlich recht viele, weil die noch nicht benutzt haben. Die Jade. Und wir gehen bei ihr im Prinzip hauptsächlich auf... wir können ja mal gucken, was wir hier so haben. Kategorische Kräftigung steigert die durch Kräftigung von ihnen Boni. Charm ist, glaube ich, zum Teil ihr Angriffsattribut. Kusshand. Und sie hat hier schon witzigerweise Sachen gelernt. Aber diese Sachen können wir auch wieder vergessen, wenn wir sie nicht benötigen, weil dann kriegen wir jede Menge Punkte. Das sollte ich vielleicht direkt machen. Hier hat sie nämlich schon ein bisschen was gelernt. Der Erntemond. Ein Kick. Ein kleiner Kick. Ja, wir wollen, wir wollen den hier haben. Definitiv. Und dann können wir auch gleich mal gucken, was sich hier drunter befindet. Chance auf Kräftigung steigert. Ja. Können wir gleich irgendwann machen. Ja, der Donnerstoß. Oh, das kostet ganz schön viele Punkte. Aber wie gesagt, wir können ja gleich nochmal eben zur Kirche und dann den Rest vergessen. Und wir das hier auch noch nehmen können. Erlösung, ja. Untote. Was haben wir hier? Und Umschlag. Und hier haben wir nochmal kritische Treffer mehr. Hier ist auch noch ein Speerskill drunter versteckt. Ja, dauert noch einen Tacken, bis wir den kriegen. Also, ja, ich könnte ihn jetzt freischalten. Zumindest, dass wir sehen, was es ist. Nee, könnte ich nicht. Einer fehlt da noch. Angriffskaputt sperren. So. Gut. Der Bodo, ja, gut, der Bodo halt, ne? Der Bodo ist der Bodo. Ist halt der Bodo. Hab nicht vor, mit dem direkt zu kämpfen. Wenn überhaupt, irgendwann. Von daher. So, wisst ihr aber, was wir mal machen können, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Wo
vorbei. Bleiben wir bei den Sachen so, wie ich es geplant hatte. Nee. Wir wollen... Was wollen wir denn? Das hier wollen wir. Du kannst sogar nur einzelne löschen, witzigerweise. Achso. Ich kann nur die ganze Kategorie zurücksetzen. So. Jetzt frage ich mich, ob ich das auch noch bei anderen machen kann, um mir irgendwelche Sachen zu holen, die ich vielleicht jetzt aktuell noch nicht erreichen kann. Wahrscheinlich nicht. Weil diese Sachen ja verkettet werden müssen. Aber man kann zum Beispiel, wie gesagt, das machen, wenn man jetzt ganz am Rand hat man irgendwie einen einzigartigen Skill, den will man haben, oder der Rest interessiert einen nicht, dann kann man dann zurücksetzen und so. Aber aktuell ist das das Einzige, was ich theoretisch machen will. Ja. So, jetzt habe ich nämlich wieder ein paar Pünktchen mit ihr über. 21. Kickboxen hätte ich vielleicht auch zurücksetzen können. Ne? Klar hat sie dann nur Speerdingsens, aber... Ich meine, das will ich ja auch eigentlich. Ja, das hier gehört nämlich auch zu Kickboxen. Das heißt, wenn ich den Speerskill haben will, muss ich das wohl oder übel drin lassen. Hm. Ich würde sagen, wir nehmen einen Skill, der mehrere Gegner treffen kann. Was versteckt sich hier? Stoßwirbel durchlöchert eine Gruppe von Feinden aufs... Gerate wohl mit 4 schnellen Stößen. Weil ich glaube nämlich, selbst wenn wir das jetzt zurücksetzen, dann... Ja, das ist halt stärker. Dann können wir den trotzdem freischalten, ohne dass wir den brauchen. Und das hier ist ja mehr oder weniger eine stärkere Version davon, versteht ihr? Weil das hier sind alleine 16 Punkte. Na gut, da muss ich hier drüber gehen. Aber das hier ist zum Beispiel nützlicher dann gegen bestimmte Gegnertypen. Dann können wir den trotzdem freischalten und den können wir dann trotzdem freischalten. Also, oder so ähnlich. Da muss ich den Rest halt... später machen, weil das hier interessiert mich ehrlich gesagt aktuell nicht. Klar, hier mehr Stats und so, aber das können wir auch machen, wenn wir mehr Level haben. Ja, komm, wir setzen... Nein, immer noch nicht speichern. Wir setzen mal eben ihre Kickbox-Dingsens zurück. So teuer ist es jetzt auch nicht. 220 Gold ist ja nix. Einmal springen. So, jetzt haben wir wieder 18 Punkte. Achso, nee, warte mal, den wollte ich auch... Ja, goddammit. Okay. Gut, wir haben es gleich. Dauert nur noch ein bisschen. Nein. Ja. Okay. Jetzt können wir sie so skillen, wie ich das eigentlich vorhatte. Und zwar alles auf Speere im Prinzip. Hier ist übrigens auch ein Speer. Ne, das ist ein Kickbox-Skill. Okay. Ja, Donnerstoß brauchen wir für die Metallschleime. Den brauchen wir auf jeden Fall auch. Dann nehmen wir den. Lassen den weg. Ja, den. Und haben genau noch genug für den. Ist ja geil. So, weil dann können wir den nämlich weglassen.
brauchen wir dann meiner Meinung nach nicht wirklich. Weil der ist, wie gesagt, stärker. Kostet zwar deutlich mehr MP, aber ist halt auch krasser. Und weil dann kann ich nämlich das lernen. Das kann ich schön getrost ignorieren. Im Prinzip, ich lerne den. Und den. Schalte den frei. Was hier drunter ist, weiß ich, wie gesagt, nicht. Interessiert mich auch nicht. Dann kann man Flinkheit noch erhöhen. Und dann ist sie im Prinzip fertig geskillt. So. Gut. Mit den Skills sollte sie uns im Kampf wahrscheinlich nützlicher sein als Eric. So, und jetzt zu meinem letzten Gedankengang, den ich kurz dann abbrechen musste. Wir können mal wieder Mini-Medaillen hier im Album abgeben. Das war doch die, ne? Ja. Oh my God. Ach, für den blöden Runenstab brauche ich noch eine scheiß Medaille. Na, was soll's. Ist halt so, Pech gehabt. So, der Typ möchte Olala sehen. Häschen, Mädels, habe ich für dich. Pass mal auf hier. Kriegen wir ein Strumpfband. Muy bien, dann bleibt nur noch, sie darum zu bitten, einem alten Mann eine Freude zu machen, indem sie das Outfit anzieht. Meine Liebe, ihr seid so wunderschön. Ihr seht ebenso wunderhübsch aus wie das erste Hasenmädel, das ich einst sah. No, sogar noch schöner. Sie, Chica, ihr seid das schönste Häschenmädel, das die Welt je gesehen hat. Nicht jede Chica weiß, ein Häschenoutfit zu tragen, wisst ihr? Man braucht dazu ein gewisses Etwas. Und ihr habt es im Überfluss. Sie, nicht wahr, Chico? Ihr wisst doch auch, dass an eurer Amiga ein perfektes Hasenmädel verloren gegangen ist. Okay. Jade starrt den alten Mann mit eisigem Blick an, seufzt tief und geht fort. Eieiei, zornige Häschen sind sogar noch bezaubernder. Danke für eure Mühen. Bitte nimm dieses Geschenk. Ein Strumpfband. So, jetzt freut er sich. Der alte Sack. Oh Gott, ich werde schon wieder müde. Aber ist ja auch klar. Wir haben es spät und So, Strumpfband. Nee, was haben wir gekriegt? Gut, kann wahrscheinlich sowieso nur Jay tragen. Strumpfband. Was haben wir gekriegt? Hatten wir das nicht schon mal? Oder haben wir was anderes gekriegt und ich habe gerade einen Brainfart? Ach, I'm so not sure. Ich frage mich. Ja. Strumpfband, ja. Okay, das hier war ja falsch. Gut, jetzt hat aber die gute Jade schon die Rachenschuppe gekriegt. Aktuell habe ich nichts, was wirklich viel besser ist. Hm, why not? Trage ich das halt so. Behalte ich das halt so. Ne, meine Frage war, ob sie eventuell... Ja, sie hat nämlich schon ein Strumpfband. Ah, siehst du. Hatten wir also schon mal. Ich bezweifle, dass Veronica einen Strumpfband anziehen kann. Nee. Wäre auch merkwürdig. Was hatte ich ihr denn geklaut? Die Netzstrümpfe, damit Jade ihr volles Kostüm hat. Naja. Okay. Habe ich nicht noch irgendwas, was irgendwie ein bisschen... der einen gewissen Schutz vor gegnerischen Angriffen gewährt, die Verwirrung stiften sollen? Ja, why not? Gebe ich ihr halt das. So. Ja, da, da der nächste Schritt tatsächlich Hauptquest related wäre. Wir haben jetzt doch nichts schmieden müssen, was wir irgendwie brauchen. Würde ich sagen, lassen wir es hier gut sein und machen nächste Woche direkt mit der Hauptquest weiter. Ich gehe jetzt hier dann speichern. Und ja, haben wir ja ordentlich Progress gemacht und haben so ein bisschen was von der Hintergrundgeschichte noch erfahren und haben noch so einen Großvater haben wir gefunden. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, nächste Woche Samstag wieder bei Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Bis dann, macht's gut, bleibt sauber. Euer Tempelmaster. Tschüss.